Allerdings können wir auch selbst Gegenstände herstellen. Also heißt das, müsste man ja, wenn man Waffen herstellen kann, vielleicht auch Pfeile und so was herstellen können. Na, Alex kann ja Dings herstellen. Tränke. So. Ja. Könnt ihr mit Hilfe einer ganz bestimmten seltenen Rinde. Ja, die Suhrrinde. Entweder einen Dolch, eine Sichel oder ein Großschwert verzaubern. Wir zeigen euch, wie das klappt und wo ihr dafür hin müsst. Na, was hast du denn jetzt verzaubert? Das ist doch gar nichts. Du hast ja einfach nur verbrannt. Er kommt doch gerade im Internet und liest doch vor. Ja, vielleicht müssen wir einen Dolch. Wie gesagt, die Zauberin ist ja drin. Vielleicht müssen wir wirklich so eine Art Dolch. Aber Großschwert geht ja nicht, haben wir gerade probiert. Oder vielleicht, weil mein Schiff verzaubert ist. Vielleicht brauchen wir eins, was nicht verzaubert ist. Im zerstörten Dorf, beim großen Baum im Norden der Stadt, handelt es sich um eine alte Schmiede. Um diese zu betreten, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist der Weg über das Loch im Obergeschoss, das zwar mit Spinnenweben bedeckt ist, das ist aber eine Alternative. Das Tor öffnen, aufbrechen. Allerdings verbraucht ihr damit Dietriche, das ist klar. In der Schmiede angekommen, seht ihr in einer Ecke eine große Truhe. Vorsicht, sie ist mit einer Falle gesichert. Die hat ja Alex entschärft. Ja, ich schon gemacht. Steil. In der die Steilcliffs Blaupause sich befindet. Wenn ihr diese lest, startet die Quest. Da, so haben wir die Quest gekriegt. Okay, soweit bin ich erst. Die Susobaumrinde im Die Blaupause, die habe ich in meinem Lager. Um die Blaupause zu nutzen, benötigt ihr die Rinde vom Sursobaum. Einer dieser magischen Bäume findet ihr im Westen der Unterwelt, blabliblub. Ah, dann ist das vielleicht schon das Fehlende, dass wir die Blaupause nicht hatten. Ja, dann mach doch mal, dann hol dir mal die Blaupause. Aktivier die mal, oder? Kletter auf den Baum. Hast du ein Inventar? Ich? Ja, ich hab sie ja gerade eingepackt. Nee, nimm mal raus, ich bin gerade nicht da bei der Schmiede. Nee, ich auch nicht, das ist okay. Jetzt doch einfach im Inventar. Dann gehe ich jetzt aus dem Lager raus. So, genau, dann sollten wir bei dem komischen Baum hin, uns da ein Stück Rinde holen. Im Anschluss geht's zurück zur Schmiede, wo ihr das Schmiedefeuer entfacht und mit dem Blasebalg anheizt. Wählt dann die Glut aus und... Wird das ein bisschen laut? Wählt dann die Glut aus und kombiniert sie mit der Rinde. Die Schmiede beginnt sich blau zu leuchten. Perfekt. Dass ihr nun ein ausgewähltes Item verbessern könnt. Okay, jetzt müssen wir irgendein Item rein. Kombiniert die Schmiede als nächstes mit einem Dolch, einer Sichel oder einem Großschwert. Die magische Rinde wird dieses Item verzaubern. Ja, das war's. Also quasi ein grauen. Genau, also nichts Verzaubertes, ein ganz normales Bellusschwert, sag ich mal. Oder ein Dolch oder so. Ja, dann würde ich sagen, ein Großschwert für dich, oder nicht? Aber wie gesagt, dann könnte singende Klinge weg sein. So. Ja, was war das jetzt noch? Eine Sichel und ein Dolch. Genau. Hat irgendjemand von uns eine Sichel? Dolch, wer benutzt von euch beide? David und. Na, Alex. Alle noch ein Dolch. Ja, der hat doch schon einen. Sichel brauchen wir nicht, ja, schwierig. Ja, dann macht sicher vielleicht, dann können wir wenigstens die ganzen Äste da wegballern. Es geht ja nur darum, dass wir diese Äste da vielleicht wegkriegen. Wird jetzt keine primäre Waffe sein. Aber so genau, wo ich es gerade vorgelesen habe, stand es jetzt auch nicht bei, dass es eine nicht verzauberte Waffe sein muss, ne? Aber ich gehe mal stark einfach von aus. Ja, wir haben ja schon mein Schwert probiert. Das ist ein Alex, kannst du in die Stadt gehen und gucken, ob du da eine Sichel oder. Ich würde sagen, wir kaufen einfach irgendwas, ist das scheißegal. Dolch. Naja, kommt der halt Dolch auf. Sogar am besten, weil das kann jeder, glaube ich, auswählen. Die Frage ist ja, welchen Zauber da der draufkommt und halt, ob das denn überhaupt mit den Grundschaden noch Sinn macht. Weil wenn man jetzt einen Dolch kauft, der bloß 0 bis 5 Schaden macht, dann aber einen dicken Zauber drauf hat, ist das ja auch ein bisschen nachteilig, oder? Ich weiß es halt nicht. Ob der Schaden denn generell vom Dolch, vom Großschwert, von der Sense auch mit verbessert wird, wenn die Verzauberung draufkommt.
Aber man kann ja bloß mit grünen Gegenständen, die nicht verzaubert sind, das denn machen, ne? Na, ich glaube eher mit grauen Gegenständen. Oder sogar grauen, denk ja. Denke ich stimmt. auch, ja. Wie gesagt, wir haben meins schon probiert, Pylorus. Das ist ja ein Großschwert. Naja. Und das hat ja Verzauberung leider drauf, deswegen kann ja, ich es nicht machen. Dann kaufe ich jetzt ein Dolch zurück von dem Typen. Genau, einfach mal zum Probieren. Der kann ja vorher mal speichern, bevor wir die ja, ganze genau. Transaktion machen. Moment, wo? Die Spar speichern, gespeichert. Beziehungsweise die Blaupause kann ja auch mal eingesetzt werden. Vielleicht steht da noch besser drin, was wir machen müssen. Warum habe ich jetzt eigentlich zwei Reiserucksäcke oder habt ihr die auch? Ich habe auch zwei. Ich habe irgendwann mal okay. eingesammelt. Oh, sieht wohl so aus. So, hier ist ein ganz normaler Quatschdolch. So, warte, wie viel will er denn dafür? 35, naja gut. Oh nein! Kannst du ihn noch runterhandeln? Wäre cool, wenn mir nochmal jemand das Geld reinpacken würde. Bei dir wart. Lotuskerze. Hm, willst du mal ein schönes Gönnerbad mit Kerzen machen, ja, David? Ja, und? Was war das jetzt? Ein Langschwert oder ein Großschwert oder was? Großschwert, Dolch oder Sichel? Ja, dann nehme ich noch ein Großschwert mit. Dann gucken wir. Dann verzaubern wir erst ein Dolch und gucken, was da rauskommt, und dann können wir ja noch ein Dings verzaubern und gucken, was da rauskommt. Erstmal gucken, was überhaupt klappt. Ja, kein Pessimist sein, aber das Spiel ist ein Wichser. Muss man das ja ist der Bauplan. Frag mich, ob den Bauplan jeder lesen kann. Oder ob das jetzt nur derjenige machen sollte, der jetzt schmiedet. Was ja theoretisch, glaube ich, am Ende auch real ist, aber. Na, ja, wenn alle, einer alle. Gelesen hat, dann kriegen den alle. Also kann ich ihn lesen, ja? Ja, du kannst ihn lesen, ja. Rein theoretisch müssten wir den schon alle okay. haben. Ja, okay, da steht bloß drin. Die Entwurf so, für drei Waffen. Speicherst du nochmal bitte? Wenn ich jetzt schon mal hier stehe, dann muss ich nicht den ganzen Weg nochmal rufen. Der Entwurf für drei Waffen wurde mit einem sauberen und präzisen Stich und Bogen gezeichnet. Ein Großschwert, eine Sichel. Ja, ah, der klappt. Ja, Winkel genommen ist. Auswerfen zu schmieden, das sind ja unterschiedliche Seiten. Pfeiler hat geklappt. Jo, cool. Und jetzt ist es dieser kleine Dolch, den Dolch, du da oben ja. hast, ja. oder welcher ist das? Ja, der blaue. Ja. Okay, genau. Sieht der jetzt aus? So durch 6 bis 9 Schaden. Aber die hat ja, auch also 6 Dolwart, bis 9. Ja. Dolwart jetzt nicht. Aber vielleicht kommen wir jetzt mit dem Dolch endlich durch das Dings durch. Durch die Mauer. Ja, hier steht ja auch, bewirkt bei Treffer Stille. Vielleicht ist es das, was wir brauchen, damit die Dinger weg sind. Oh. Wenn ich was den Dolch so special macht, du kannst ihn werfen. Wird das aber tatsächlich nochmal probieren mit dem Großschwert und gucken, ob das besser wird. Naja, dann machen wir das so. Und dann gucken wir vorhin nochmal den Schaden an. Wie viel Schaden hat denn der Dolch vorher gemacht? Weißt du das? Na, 1 bis 5, glaube ich, oder so. Ah, okay, also wird auch der Schaden mehr, okay. Ja, naja, klar, wenn er verzaubert ist, wird er mehr. Dann laden wir nochmal rein. Das wäre so gut, auf meine Klinge, die schon verzaubert ist, noch diesen Zauber rauszubauen, das wäre echt edel. Also. Ehrlich gesagt, ich brauche den Dolch nicht, also der ist jetzt viel, viel schlechter als das, was ich habe. Na ja gut, das Großschwert werde ich jetzt auch nicht gut benutzen. Ja, müssen wir mal gucken, vielleicht wird es ja jetzt Endlevel. Ach, dass das mehr als Stille macht, meinst du? Nee, dass das Großschwert einfach, keine Ahnung, jetzt 100 Schaden macht oder so. Das ist ja krass, 5 bis 100. 5 bis 100. The Warring Furnace awaits an offering. Machst du da auch nur 5 Schaden.
Oder weg. A candy sweet scent, the flames. Okay. 2 bis 12 bei mir. Musst du dir mal rausnehmen, das Ding. Vielleicht, bei dir zeigt er ja mehr an. Ja, 7 bis 17, ja. Aber wie gesagt, die singende Klinge ist dann weg. Weg kannst du ja behalten. Ich kann sie erstmal betragen, ja. Weil, wie gesagt, hat die Waffe ja keine dolle Verzauberung. Ja, naja, singende Klinge halt. Ist schon so, viel andere. Besser. Aber ist halt die Frage, kommen wir, also mussten wir jetzt wirklich das machen, damit wir da durch diese Holzjesichter da durchkommen? Weil du hast ja was von einem Hammer vorhin gesagt. Glaube nicht. Das sind zwei unterschiedliche Quests. Ja, nee, Hammer war immer, wenn der wollte öfters mal durch eine Wand durchlaufen und dann hat er mal einen Hammer ausgewählt und hat mit dem Hammer zugeschlagen. Vielleicht müssen wir jetzt diese Klinge irgendjemandem geben und der belohnt uns dann dafür. Ich weiß nicht, geht die Quest jetzt weiter oder war es das? Ja, wie gesagt, wir könnten uns die Klinge mal ausprobieren und dann einfach mal gegen den Baum hauen. Vielleicht kommen wir ja dadurch durch. Vielleicht brauchen wir diese. Beziehungsweise, was sagt die Quest jetzt? Ach, cool, man kann mit Rechtsklick ja seine Gegenstände ins Lager senden. Man muss ja gar nicht hin, um die Sachen ins Lager zu bringen. Ja, genau. Na, oder wir können jetzt so durchlaufen. Kann weil ich ja wir einfach schüssigen Sachen einfach mal ins Lager senden. Zack. Aber wie ich auch nicht schon gesagt habe, das sind halt unterschiedliche Quests. Warum soll jetzt die Waffe bei einer anderen Quest helfen? Da gibt es ja nicht so viel Sinn, oder? Lampe schicken wir auch mal ins Lager. Naja, wie gesagt, Stille ist jetzt ein Effekt, den wir zum ersten Mal haben. Na, Stille macht doch nur das Zauber weg, oder? Naja, vielleicht wirkt sich das ja irgendwie auf die an. Kannst du auch einfach ausprobieren. Okay, wo soll ich denn beamen und dann probier's aus? Na, war das so ein Teehäuschen? Das war im Teehaus unten, ja. Oh, ein Teehaus unten? Stimmt, du kannst auch besser springen als wir. Teehaus, hochspringen, klatschen, matschen. Da wo wir eben davor gestanden haben. Ja, Dicker, ich bin orientierungslos wie ein Protokollkopf. Ja. Die Marken, die behalte ich mal lieber, falls wir infernalische Maschinen finden. Dann können wir die einwerfen. Wer weiß, was das bringt. Jetzt auch meine Tränke und so was. Dann habe ich nur noch die Zauber. Und ich überlege gerade, ob ich meine elektrischen Schuhe lieber aufhebe. Wasserelektrizität. Ah, macht, ich sag. Wo jetzt haben wir mittlerweile, naja. Halb-Geldnot, aber sonst... Ich müsste helfen, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich müsste damit aber auch immer in elektrisiertem Wasser sein. Das bringt ja aber ist ein bisschen so wie die Diablo. Kann sein, dass wir die Schuhe verkaufen und danach findest du einen Zauber, der, weiß ich nicht, eine Flutwelle macht. Ich will ja nicht verkaufen, ich will bloß ins Lager schicken, aber dann habe ich sie halt nicht dabei. Das ist egal, denn. Mehr Platz ab. So, sortiert hat er. Wo willst du denn hin, Jusen? So, diesen Bäumstein. Zum was? Da, wo ich durchkam. Voll. Dann musst du wieder in den Brunnen. Oder bist du schon drin? Nee, Brunnen nicht. Ach nee, Quatsch, wir sind ja hier, wir können ja hier auch durch. Ich musste hier durch das Haus und bin jetzt da, wo die Hexe verschwunden ist. Na, beim Teehäuschen durch den Ofen durch. Ja, durch. Und dann runterlaufen. Hast du 9 Schaden erlitten, Alex? Was? 9 Schaden? Weil ich mich nicht verlesen habe, ja. A dull crystal glowing only faintly. Ja, das hätte ich vielleicht eher machen müssen. Ich hätte einen doppelten Vorteil, keinen doppelten Nachteil. Oder ist doch ein Nachteil? Ja. Besser ein Nachteil. So, da steht Nachteil und das ist das Zeichen für doppelt. Keine Ahnung.
Hat ja geklappt. Mal geschafft. You heard its like described before. A memory shard used to store brief mental impressions from the user's mind. Ja, dann mach du das hier. Muss ich da zu dir kommen? Nein, ich pack dir den Splitter rein. Du machst einfach Rechtsklick drauf auf den Splitter und verwenden. Ich habe die Hoffnung, dass der Splitter mein Buch, a memory shard, the wizard had called it. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported. Das ist ein Grafikfehler bei mir. Loud and hot as the hells themselves. Ja, ja. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer, waiting to fall. Ja, das ist eine Erinnerung. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place, a grand forge. Forge again. That drow wizard's notes mentioned some kind nice. Of guardian. Ja, wir haben einen neuen Questeintrag. Durch den Kristall. Wir haben einen Erinnerungssplitter gefunden, der den Ort der Adamantschmiede verrät. Okay, cool. Und da müssen wir doch, denke ich mal, hin, um den Hammer zu machen, oder? Da ist ja auch die Frage, ob man den Hammer überhaupt selbst machen muss oder ob man den halt nicht irgendwo bekommt oder findet, ne? Das wissen wir ja, glaube ich, ja, auch nicht. Ja, ich glaube, oder? Wir brauchen den Hammer, um da überhaupt drin zu kommen. Naja, klar. Also haben wir immer noch das gleiche Problem. Mhm. So mit O. Kann ich mich irgendwie zu euch porten? Wo seid ihr genau? Ich bin noch im zerstörten Dorf. Zerstörtes Dorf und Brunner oder was? Ich weiß nicht, wo die anderen beiden sind. Na, mir wird jetzt Adamantschmiede woanders angezeigt. Unten laufen. Mal gucken, ob wir, oder sieht jemand die Quest, auf welcher Map das ist? So, das Schattenland, das Unterreich. Begleiter. Die Adamantschmiede. Ja, ich muss jetzt hier unten. Ich guck mal kurz. Mal hier durch die schäbige Holztür. Da bin ich ja irgendwo draußen. Ja, wo seid ihr denn? Ich dachte nicht. Wir sind einfach rausgelaufen aus der Schmiede auf der einen Seite. Ja, es gibt auch kein Portal zur Schmiede. Okay, Adamantschmiede ist oben bei Vaukens Ruh. Das zeigt er mir an, muss ich weiter. Ja, ja. Da, wo auch hilft den Geist das Amulett ist. Also hier irgendwo, wo ich gerade bin. Genau. Mann. Kann ich nicht. Ich kann doch eigentlich einfach draufklicken und dann portet der dahin, oder? Alter, halt, er zeigt ein bisschen tiefer in die Sumpf. Seid ihr weitergeportet oder? Wir sind hinter dir, Jusen. Ah, ihr seid jetzt hierher geportet. Da gab es jetzt eine Schlüssel bei Peiler. Mhm. Ich pack dir mal ein Buch rein, kannst du das verwenden? Ja, muss ich mal gucken. Ah, ne, kann ich nicht. Buch ist gebunden, oder was? Ja. Wolltest du aber nicht mit dem lilanen Stein reinpacken, oder? Doch. Ich hab jetzt schon gelesen vor dir. Ich hab's aber abgebrochen und du hast es dann zu Ende gelesen. Aber ich kann's lesen, bloß aus deinem Inventar. Und das geht. The book refuses to open. For you, at least.
krieg's brauchst nicht geöffnet. Nee. Ja, bitte. Echt? Bei 10? Ja. Okay. Ja. Ja, machen. Hab ich. Ja, siehst du, er ist doch geschafft, Digga. Lest man immer nicht. Ja, stimmt. Kann jetzt wichtig sein, hier das Ding zu entschlüsseln. No openings you can see, yet you sense something inside it. Ich vielleicht erstmal gucken? Nee, nee, kann sein, dass es ja nicht da ist. Das ist ja gebunden, Heiner. The box doesn't yield. Ja, lass mal auf den Boden fallen. Ja, dann springt er zurück in meiner Hand. Nice! Okay, gibt doch einen Shot. Ganzen Artefakten. Aber du musst Stärke dazu gewinnen irgendwie. Nee, die sind halt Zauber, dass du vielleicht Stärke kriegen kannst. Ey, du musst ja aufbrechen, vielleicht brauchst du da echt Stärke für. Nee, ich glaube eher, wir müssen irgendwas finden, was damit interagieren soll dann. Genauso. Siehst du, ich kann nachforschen, wenn ich das Ding in der Hand nehme. Na dann los. Also probiere ich das auch, wenn es klappt. Naja, ich bin für so eine Sachen halt. Ne? Und dadurch taucht er bei Alex auf, bei dir wird er nicht auf und bei dir wird er bestimmt auch nicht auftauchen, sondern nur bei mir und David. Konnte er doch jetzt aber auch nachforschen. Ah, okay. Ja, dieselbe Karte hatte Charlene auch gerade. No openings, oh, ich bin jetzt zu spät, see, wenn die kommen in die Katze. Yet you sense something inside it. Wie gesagt, ich schickt euch irgendwie mit aufbrechen und ich habe ja die Stärke zum Aufbrechen. Oh, was anderes. Bodenfall, aber ist ja, dann, alles das gleiche. Ja, dann, genau, na dann soll Yusen mal probieren, das aufzubrechen. Ja. Okay. Also einfach raufklicken auf den Inventar und dann aufbrechen. Genau, rechtsklick und dann, verwenden. Oder habt ihr es ja für mich reingetan? Nee. Nee. Wo ist es denn? Bei Alex. Bei Peiler. Achso, bei mir jetzt, ja. Das mysteriöse Artefakt. Neben dem Buch. Oh, ich pack's bei dir rein, Yusen. Okay, danke dir. Ah ne, kann ich nicht. Musst du aus meinem Inventar benutzen. Das richtig, weil der an dich gebunden ist. Nee, das bist du. Und rechts daneben, Yusen. Ach so. Müsste orange sein. Ja. Okay. Rechts, rechtsklick drauf und verwenden. So it is spoken. And so is it done. Ja, untersuchen, ja. Ist ja. Okay, verwenden, nee, nee. Untersuchen ist was anderes. A curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Oh, ich kann nachforschen sogar. Ja, ja, klar, oh, da können wir alle. Hat Alex doch gerade erklärt. Achso, ich habe bei dir nicht nachforschen gesehen, sorry, es tut mir leid. Ja, dann nee, mach nachforschen erst, damit du weißt, wo du aufbrechen willst. Aber ich habe Minusintelligenz, deswegen. Ist egal, vielleicht machst du trotzdem. Doch egal, ja. Schaden kannst du ja nicht. Kriegst noch einen Bonus. Von dir selber. Okay. Okay. Ich glaub, wir machen rein den Bonus, ja, genau. Ja, ich weiß nicht, aber. Nein. Ja. Wie kriegst du den Bonus, wenn ihr macht? No openings you can see, yet you sense something inside it. Na denn? Lass mal die Muckis spielen. The box doesn't yield. Oh. Okay. Müssen wir uns wohl was anderes einfallen lassen. Okay, so. Lass mich mal daran. Na gut, dann nimm du das. Probier's. A curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. David ist ja lila, also muss er schon. No openings you can see. Du siehst eigentlich aus, als wenn du aus einem Bondage-Keller kommst, Diggi, Alter. Woher weißt du, dass es. Wie es da aussieht? Hat er einen Bondage-Keller? Oder an deinem Bondage-Keller? Beides? Er ist der Bondage-Keller. Na gut, ich habe getan, was ich konnte. Also hier hinten ist diese Kellerluke und da zeigt er mir halt an drei Quests. Ja, genau. Dann wollen wir da mal hin.
habe ich Angst vor Feuer. Ich bin ein Feuerresistent. Hey, sonst habe ich Feuerschaden bekommen. Achso, weil das ich den Bogen nicht ausgerüstet habe. Naja, du solltest den schon anlegen, ja. Der ist angelegt, aber ich dachte, ich muss ihn in der Hand haben vielleicht. Resistenz heißt aber nicht, dass du immun bist. Richtig. Du kriegst nur den halben Schaden. Ich bin resistent dagegen, dachte ich. Ja, das heißt aber nicht immun. Resistent heißt resistent. Immun ist immun. Ja, Immunität gibt's auch nochmal, Jose. Hä, seid ihr nicht hier gerade ins Haus? Ja, die sind hier in den... Ah, da ist die Luke. Ich hab die Luke gerade nicht gesehen. Ah, ich habe Angst, dass ich hier komplett durchlaufe und dann kommen wir irgendwo raus, wo wir uns eigentlich hin teleportieren können. Oh, können wir wahrscheinlich. Weil der schickt mich hier durch... 3, 4... Hä, wie komme ich denn jetzt lang? Ach, hier oben. Oder? Komme ich hier nach oben? Hä? Achso, ja. Hier hätten wir uns schon hin teleportieren können, zum Siegeldings. Zentarium Versteck. Ja. Naja, dann brauchst du mir vielleicht nicht hinterherlaufen, dann laufe ich hier hervor und dann... Ja, dann schnuppen dich. Ja, vielleicht sollten wir ein so ein rauchendes, so ein Rauchpulverfass mitnehmen. Falls wir uns nochmal irgendwo durchsprengen müssen. Wir können ja so ein Ding, so ein Rauchpulver... Reicht das nicht, wenn es im Lager ist? Ich hab gedacht, auch die Rauchpulverbomben reichen aus, wo wir das letzte Mal mit dem... Oder? Haben wir das nicht mit der Bombe gesprengt? Nee, das war ein Plastiker. Deswegen kannst du aber direkt zum Lager schicken, wenn du willst. Nein, nee, aber wenn wir brauchen, muss ich es auf Tasche haben. Ja, aber du kannst es doch dann holen, aus dem Lager. Aber das kostet einen Zug dann, oder? Okay. Ja, kannst du vorher machen, bevor wir im Kampf sind. Ach, hier ist der Aufzug, ja gut. So, wo bin ich jetzt hier unten? Ah, okay. Ah, ich bin wieder unten bei den Pilzmenschen. Ja. Und die Schmiede schickt mich wieder in die Unterwelt. Hier ist wieder das Teehaus. Aber wir sollen den Pilztypen Bericht erstatten, ja. Dann können wir das Ding erstmal abgeben. Gibt's noch einen Port oder müssen wir das hinterher rennen? Nee, wir müssen noch hin. Ja, ein Portal gibt's hier. Unterreich Mykoniden-Kolonie. Ja. Gehen wir da hin. Brauchen wir den ersten Weg in die Latschen. So, und danach schickt er uns entweder genau nochmal in das Unterreich oder hier ganz ganz hinten. Ach, das ist wieder das Teehaus, da wo wir rauskommen. Achso, ich sollte vielleicht nicht mit dem quatschen. Der mag mich nicht. Achso, ja, stimmt. Pfeiler? Maybe we can still go back for the others. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear a new harmony? Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open. Go and claim your reward. Cool, das Wächtertor ist jetzt offen. Geil. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar Blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Near, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Kann ich's gleich wieder abgeben. Bring me his head.
And I will know my einfach nebenbei mal zwei Quests safe. Fertig. Ja, und genau das sind die Quests, die wir gebraucht haben. Aber wir haben den Kopf nicht. Doch, doch. Nein, doch. Nicht im Garten. The Drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death and return. Ah, okay. Aber das kann er also gleich wieder abgeben hier. Peacebringer, be at home. Nee, geht nicht. Okay. Gleich, ja, wir brauchen wirklich den Kopfkopf. Maybe we can still go back to the others. Echt, müssen wir da jetzt runter? Sind Speedrunner. Ich glaube, das wurde immer noch als Quest angezeigt, wa? Ja. Peacebringer. Be at home. Hier ist übrigens, ihr könnt jetzt hier looten, ne? Ja, wir dürfen uns was nehmen, ja. Also zumindest ja, von den normalen Sachen, oder? Ja, hier. Soll ich erstmal speichern? Kannst du erstmal speichern? Ich speichere erstmal, bevor hier Sachen passieren, die passieren. Achso, Alex ist gar nicht mehr bei den Pilzmenschen, oder was? Oh. Aber das ist doch die Tür, die gerade aufgegangen ist, oder? Was ja. I expect. Pilzmenschen. Ich komme. Boah, wo ist denn die Tür, die aufgegangen ist? Hier, ne? Ja, da wo die Quest bei dem Ochsen. Balin, where are you? Flumph Mating Rituals. An odd book for a drow to carry. Cool, der hat ein Buch dabei gehabt. Ah, die Adamantschmiede. Das ist sehr gut. Das kaufen wir. Aber da reicht's auch immer nur, wenn es einer liest, ne? Das ist ja bloß eine Info gewesen. Nachforschungen. Pyla, mach du das mal am besten. Bei dem Buch jetzt, oder was? Ja. Pack ich dir rein. The cover proudly announces this book to be Flumph Mating Rituals. Ja, Grafikfehler. Ja. Na, was sind irgendwelche Algen oder was da vor ist? Alter, Nachforschung. Erstmal nur über den Titel, ich weiß nicht, ob ich Bedert machen kann. Oder. Die Nachforschung ist doch schon mal mega. Also untersuchen, ja. Untersuchen, ja. Hast du genug Plus erstmal? Aber willst du noch einen Bonus extra von mir? Nö, ich würde es mal ohne versuchen. Das sollte ja eigentlich dicke möglich sein. Probier's. Ohne Bonus. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. Cool. Und jetzt? Oh, inspiriert. Nice. Another mention of the adamantine forge. All that remains is to reach it. Genau, also wir müssen jetzt noch den Kopf suchen. Such den Kopf. Beziehungsweise ist ja die Frage, wie lange machen wir heute noch? Boah, also meine Frau sagt, bis 23 Uhr können wir machen, wenn wir wollen. Na gut, wenn sie es will, dann machen wir. War da jetzt hier unten irgendwo rechts, ne? Wo wir auch die Rinde gefunden haben. I don't know. Das war klar, dass du das wieder nicht mehr weißt. Hier sogar markiert auf der Karte. Hier unten war der. Ja. Rostiges Metall. Hä?
Wo hast du das gefunden? Bei mir wird da oben angezeigt. War das nicht der hier, Philro? Nee, bei Elen, dachte ich. Achso, nee, ist jetzt Frage. Nee, ja, ihr habt eher zugehört. Bei mir wird die Quest immer noch bei diesem Pilzsammler. Nee, warte mal, nimm Neres Kopf mit. Nee, da unten. Ach, Neres, okay. Neres, ja. Der ist da unten. Warte, ich reise schnell hin. Jo, dann gehe ich schon mal zu dem Dude wieder nach oben. Achso, das waren die Zwerge, die wir da fertig gemacht haben. Genau, ja, der dicke Zwerg. Thanks, Boss. Ach, na toll, und hier ist das Boot ist natürlich nicht da. Was war denn das? Grimmschmiede? You saved my skin, but there's more bastards out there. For everyone you kill, paint on me. David, wir sollen den Kopf holen von Neres. Ach so, okay. Das war da, wo ich das Lava-Bad genommen habe. No need for me to ask how you fared. Some of my kin have already made it here, safe and sound. It's past time we were back in the city. But if you find yourself there, call on us. The Iron Hand Gnomes are good friends to have. Warst du dich hingebiebt, David? Unterreich, Suros Dings. Unterreich, Suro Baum oder was? Achso, hier muss ich hochspringen. Ah ne, ich kann laufen. Suro Baum oder was meinst du? Ja. Okay. I heard about Albrun. Achso, wir müssen unten lang. But the cause is bigger than any one of us. You've made sure his work is done, even if he's not there to see it. He'd be grateful. Alter. Okay, ich hab den Kopf. Ist ihn abgeschnitten oder ist er abgefallen? Ja, in der Cutscene. Ich hab ihn abgeschnitten. The head. Stärke. Okay, ich sag mal so, du hast eine ganze Tür eingetreten, das von daher ist okay. The Myconids are trying to help, but I keep seeing my friends in Moonrise screaming. Ja, aber ich unterhalte mich mit den Leuten hier in der Umgebung. Can't believe I'm saying it, but thank you for saving Beldron, I mean. Kann er sein, dass Ena vielleicht noch eine Belohnung springt? Well, du kannst doch mit dem Zorn reden, oder? Thank you. Normal probieren mit dem zu reden, haben wir zwar schon ausprobiert, aber. Thanks again for offering that drow. Only made it here because of you. But I can't stop thinking about the rest of us. Stuck in Moonrise with a bunch of sadists. Poor bastards. We've had some rest. Jetzt soll ich abgeben, oder was? We can still go back for the others. No, Lunkbug. Den Kopf. Our work is bigger than any one of us. Ja, wenn du kannst. Even Wolbrun. Peacebringer. Be at home. Ist ein Kopf. Alter, wieder unter Kiefer rumwabbelt. The Drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. And thus we name you Life Chanter. So, war jetzt hier noch irgendwas? Alter, die sprühen mit ihren ganzen Pheromonen hier rum, oder was? Ich glaube, das ist das Gift. Dass ich hier alleine stehe und ihr wechselt. As our circle grows, yep. So shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. Oh, cool. Belohnung. Ein Amulett. Jetzt tanzen die hier ab. Of what they're saying, but at least they're peaceful. Stecke ich mir auch noch ein. Guck, kann er uns noch irgendwas oder wartet er erstmal? Be at home. Gewähre einem Verbündeten einen Bonus von plus 2 beim Würfeln auf Überzeugen. Und Überzeugen, ja. Okay, immer das Circles. Gut, aber da, das kann keiner von uns. Ich glaube, wir haben alle bessere Amulette. Usen kannst du den Typ vielleicht einstecken, sondern rechts geklaufen und aufheben. Vielleicht bist du stark.
hab ich gemacht. Okay. Had some rest. Maybe we can still go back for the others. Na, der ist der Händler am Moment. Und Bild im Beinhard habe ich. Beinhemd. Ja, die Quest ist immer noch da. Müssen wir dann mit dem machen, mit dem Bedeln? Ja, reden. Alter, ist ja tot, wie gesagt. Können wir ihn wiederbeleben? Wiederbelebungsrolle geht leider auch nicht. Nicht mal mit diesen. Aber er brennt jetzt nicht mehr. Versuch mal jetzt mit den Toten zu reden. Ist doch dumm. Wieso kann ich den nicht wiederbeleben? Dicker, ich kann nicht mit Toten reden. Pella kann mit Toten reden. Ich kann auch mit Toten reden, sonst müsst ihr mal gucken, ob ich einen Trank bei hab. Ich kann aber auch mit Toten reden, warte, ich kann. Jetzt brennt er wenigstens nicht mehr. Ja. Kann ich. Ich kann mich doch unter. Oh nein, zu nein, euch nein, porten, nein, 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 alles gut. Ich kann mich doch direkt zu euch porten, oder? Nee, die gibt's keinen Porte. Ich hab gedacht, man kann sich zu seinen Leuten vielleicht porten. Nee, kannst du nicht. Ich bin schon auf dem Weg, ich kann auch mit Toten reden. Ich glaube, da drüben ist noch so eine kleine Pflanze. Oder eine Kieskpflanze, glaube ich. Warum seid ihr jetzt da unten in der Kapuze? Nö, Leiche zu stark beschädigt. Können wir den wieder kaufen bei dem Typen? Oh. Soll ich den mal mit und dann ins Lager mitnehmen? Ey, lass ihn mal hier liegen, warte, ich geh mal kurz. Achso, liegen lassen, okay, mal, sorry. Geh mal gucken. Ich hab ihn jetzt wieder aufgehoben. Ey, lassen wieder fallen. Ach, das werden wir die Leiche mitnehmen zu demjenigen, wo wir hin müssen? Wenn man die tragen kann? Dachte ich ja auch gerade. Wir müssen ja nirgendwo hin. Ja, das ist so den Typen, der wiederbeleben kann, oder? Obwohl, nein, stimmt. Das ist doch der im Lager den wiederbelebt, Jusen. Ich weiß ja nicht, wie der mit dich wiederbelebt hat, ob er einfach nur eine Auch im Lager. Ist. Ja. Okay. Aber was passiert dann, wenn Jusen den auf die Schulter nimmt und wir uns ins Lager porten? Weiß ich nicht. Aber wenn wir den dann im Lager haben, dann können wir den Dude doch ansprechen, oder? Thou walkest alone. On all these harsh nights, thou hast sought no company. Love is no domain of mine, but it is often cited as the purpose of mortal life. Wherefore bin ich schon bei 10% Kodierungsverzögerung. Ich hab hier Standbild. Kann ich dir auch nicht bei helfen. Ich kann dir auch nicht sagen, wo dran du liegst. Na, hier steht. Ihre Video hier in Betracht, die Videoeinstellungen zu verringern oder eine schnellere Encoder-Voreinstellung zu benutzen. Aber vorher hat es ja auch immer funktioniert. Verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal wieder rummuckt. Dost thou require a new ally? Or mayhaps geht aber kontinuierlich a resurrection instead? Ja gut, Leute, kann ich nicht ändern. Very well. Ja, guckt einfach bei Pilar bitte rein und dann muss ich mal gucken, dass ich OBS hier in irgendeiner Form wieder hinkriege. Da werde ich mal 3-4 Teststreams machen müssen. Aber wenn es an OBS liegt, da kann, wie gesagt, auch sein, dass das an Baldur's Gate liegt. Weil Baldur's Gate Probleme bei Twitch auslöst. Das hatten sie eigentlich im letzten Patch rausgepatcht, aber ja, keine Ahnung. Was ist denn eigentlich ein Meeting, David? Kann ich das jetzt nicht ändern, aber auch. Ich beende jetzt erstmal meinen Stream, guck bei Pilar weiter und wir sehen uns dann irgendwann weiter. Kannst du mal den Typen untersuchen, den Händler? Vielleicht ist der ein Mietling. Soll ich das da bekommen? So, auf den Rechtsklick machen, untersuchen und dann schauen irgendwo, ob der Mietling steht vielleicht. Ah, ich weiß nicht, was ein Mietling ist. Hier steht tot. Humanoide Goldzwerg. Ja, so ein Zwerg.
Ah, nee, das sind irgendwelche Kreaturen, die wir beschwören können. Aber das ist eher so als anderer Charakter. Ja, das brauchen wir nicht. Ich dachte, der kann den heilen. Nee, das ist ein Druide, ja. Aber die zählen als Begleiter, also dann fliegt irgendjemand von euch raus. Könnt ihr mal erklären, ich würde nicht, was genau seid ihr. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn man den Dude mitnimmt und den zu dem bringt. Ich kann es einfach mal probieren. Ich nehme ihn, gehe ins Lager mit ihm und dann gucken. Auf jeden Fall ist er hier nicht liegen geblieben, dann muss Jusen mit ihm umhaben. Ja, sag ich ja. Das muss funktionieren, wie der aussieht. Ja, aber ob es jetzt funktioniert, dass er wieder lebt, ist eine Sache. Reicht ja auch schon, wenn wir mit ihm nochmal schnacken können. Wo war nochmal der Skelett-Typ? Dipped. Da wo du stehst, sehe ich gerade keinen. Stehe? Na, hier oben ist der Typ. Also ne, warte, Quatsch. Kamera gedreht. Hier oben. Hast du noch was gefunden, Alex? Mhm. Musst du aber nicht im Dunkeln stehen. Zuerst sehe ich ihn mal hier ab. Quatsch mal mit ihm. Thou walkest alone. Oh, vielleicht können wir den wieder on all these hearts. Love is no domain of mine. But it is often cited as the purpose of mortal life. Where? And thus. Und mehr ging nicht, oder? Soll ich den Typen jetzt hier im Lager erstmal lassen? Irgendwie können wir die Quest jetzt nicht erfüllen, weil er tot ist. Oh. Dass man die Quest dann nicht auch trotzdem irgendwie, ich sag mal, zwar jetzt nicht positiv beenden kann, aber trotzdem abschließen kann, weil er tot ist, finde ich ein bisschen schade. Finde ich auch doof. Vor allem, das kann ja immer mal passieren, dass die Typen hier in irgendeiner Form sterben. Also das kannst du ja nicht beeinflussen ab und zu. Die sind ja doch recht fragil, teilweise. Lassen wir erstmal liegen, mal gucken, ob einer noch hier ist. Dann machen wir erstmal weiter, wir können ja jetzt die Dinger platt machen. Was willst du platt machen? Na, können wir jetzt nicht durch die Wände durchgehen? Nee. Nee. Achso. Wir haben doch immer noch nicht den Dingshammer. So, ich dachte aber, mit dem Quatschen hat es geholfen, dass der jetzt gesagt hat, hier alle Dinger sind freigegeben. Ja, nee, da ist nur ein. Er hat bloß das eine da aufgemacht. Ja, genau. Ach so. Damit war der Dunkel. War es da jetzt hinter dem Tor? Waren wir da schon jetzt? Ja, da war nur Loot so. Mal fertig gelootet. Wir müssen jetzt weiter zur Krimschmiede. Genau, das Buch von der Krimschmiede war da mit drin. Glaube ich. Krimschmiede, warum ist das hier nicht alphabetisch sortiert? Ganz unten, vorletzt. Unterreich. Und da haben wir jetzt noch unten ein Amulett, was wir finden müssen. Amulett und Adamantschmiede ist so. Welche die Adamantschmiede, ja. Mal gucken, was wird da unten jetzt so? Amulett finden. What's inside? Waren wir hier noch nicht? Hier haben wir noch nicht gelootet. Wir konnten das nicht looten, weil es rot war. Ach so. Ja, aber wir haben es noch nicht gelootet. Kannst du noch alles looten, wenn du möchtest? Ja, mach ich's allein. Nicht genügend Platz für eine Schaufel, okay. Dass die Giftwolke hier nicht mehr angezeigt wird.
Ah, ich bin extra stehen geblieben. Nicht erreichbar. Ich stehe doch direkt davor, Mann. Geht ja eine Kiste hier nicht auf. Warte, ich hab. Ist auch der einfache Eiskalt nicht erreichbar. So, wir müssen jetzt aber irgendwie da drüben weiter, oder? Und da drüben liegt doch noch ein Skelett, da kann noch einer rüberhüpfen. Diesen hüpfen wir dahin. Das habe ich schon gelootet, ihr habt da. Oh, hier oben ist noch was. Nee, ich habe aber was gefunden. Was haben wir denn? Eine Truhe. Wie sollen wir jetzt da hinkommen? Wish I had a bag of holding. Ich könnte mir nur vorstellen, oben. Aber wie sind wir da oben hingekommen? Ach, sind wir einmal rübergelaufen. So. Ja. Irgendwo hoch geht oder was? Oder wir springen von. Geht das? Hier geht's eins hoch. Rechts. Bei mir. Achso. Okay, die Sachen sind aber noch rot. Das ist ja komisch. Schriftrolle Spinnennetz. Wie bist du jetzt da rüber? An der Seite ist hier ein. Treppe. Aber hier geht's jetzt auch nicht wirklich weiter. Sind die trotzdem böse, wenn man jetzt in rote Kisten greifen würde? Nein. Solange sie dich nicht sehen, dann nicht. Wo war die rote Kiste? Müssen wir rüberspringen, das heißt wir müssen dahin. Müssen wir hier jetzt springen. Wir hinten einmal rum? Nee. Ich lauf schon. Alex, wo? Ja genau, wie bist du? Ach da, unten kann man lang laufen. Ja, da unten ist eine Tür. Hier am Schiff vorbei. Komm hier schon mal rüber. Gegenstände kombinieren. Das hier vielleicht? Nee, das ist ein. Hier ist ein großes Eisentor. Eisendoppeltür. Alter, da ist verschlossen, ja. Kannst du hier auch alle looten, ja? Guck mal, hier sind übelst viele Gnome. Ah, aber rot. Bei mir ist rot. Ich hab Cutscene. Deep Gnomes, killed under the yoke of slavers. Krass, aber jetzt mit Toten quatschen, oder? Vielleicht könnt ihr dir erklären, was da passiert ist. Ich hab einen netten Ring gefunden. Achso, lootest du die jetzt gerade? Okay. Ja, ich loote die gerade, ja. Hätten wir ja theoretisch die roten Leichen in der Taverne, wo wir vorhin waren, auch looten können. Die sind doch alle gelootet gewesen. Okay. Ich habe hier noch eine verschlossene Kiste, Alex. Eat and drink freely, for the lady doth come. Hier ist noch eine Tür, da könnt ihr ja mal hintergucken, was da ist. Hinter der Tür sind auf jeden Fall eine ganze Menge Kisten. Also hinter der großen Tür. Nee, hier. Einfach hier vorne.
da. Da gucken. Wo geht's denn hier hin? Wie komm ich denn jetzt zu dir da, Peiner? Was ist denn jetzt los? Ja, ist gespeichert, oder? Ja, die sind durch hier durch die Tür, die ich gemeint habe. Ich bin auf jeden Fall oben, Alex. Ja, ich seh's. Ich loote erstmal noch 109 Gold einfach so. Ah, hier ist ein Knopf. Ja. Sollen wir den drücken oder nicht? Ja, Jusen, geh mal ein Stück weg. Nicht, dass hier jetzt irgendwas explodiert, war der Speicher erstmal. Und das andere hat gelootet, Alex. Außer die Kiste. Wir haben einen Geheimgang gefunden. Ohne Truhe. Eine schwere Truhe. Leichte Armbrust. Oh, und ein Ring der Unsichtbarkeit hast du gefunden, ja, Alex? Mhm. Da ist eine Sackgasse. Ja, ich weiß ja, aber du kannst das Buch mitnehmen immer. Wenn du Alt drückst, kannst du die Bücher mitnehmen. Ah, okay. Kann man die verkaufen. Komisch, dass man dafür extra Alt drücken muss, aber okay, weiß ich jetzt. Oben sind auch noch Kisten. Aber alle offen, oder? Nö. Also ja, aber ist überall noch was drin. Kiste mit Dietrichen drin. Oh, nice. Auf jeden Fall müssten wir das hier kaputt kriegen, oder Alex? Alex, kannst du die große Tür noch aufmachen? Einsturz. Ja, okay. Man kann es nicht, doch, man kann es untersuchen. 45 Leben. Und robust. Gegen also fast alles leicht resistent. Vielleicht dein Fass. Vielleicht da dein Pulverfass. Hab ich jetzt bloß nicht bei. Ja. Gehst du kurz ins Lager, in deine Truhe, nimmst es mit, stellst es dahin, zündest es an. Hier sind die Truhen. Hat der gelb? David, willst du den Ring haben hier mit Unsichtbarkeit? Ich kann den schon. Warte. Hey, wo ist denn der? Bei dir im Inventar oder? Nein, habe ich bei dir reingepackt. Achso. Aber ich habe noch Platz. Okay, ich bin da, Leute. Deswegen kannst du dich ja unsichtbar zaubern, wenn die Gelegenheit gut ist. Muss ich dann wieder so ablegen, ne? Geh am besten noch ein Stück weiter weg. So weit nach hinten an die Wand wieder kannst. Kannst du die noch ein Stück näher ranstellen? Nee. Warte mal. Bei der Jusen hat die letzte Mal hier gelegen irgendwie. Nein. Okay. Komisch. Na gut, dann probiert mal. Klappt. Jo, hat geklappt.
müssen wir immer alle Pulver fressen. Nicht reinlaufen, nicht reinlaufen. Ja, ja, ist doch gut, Digi. Lass das erst Asche werden. Specks of adamantine in this slag. Another mask. Rückst du alt? I recognize this. Amerigon warrior. Wie bitte? Rückst du alt, wenn du hier langläufst? Nö. Gespeichert. Okay. Deswegen. Warum? Was war denn? Na, da lag noch eine ganze Menge, wo du dran vorbeigelaufen bist. Ja, ich wusste doch, du bist hinter mir. Dann kann ich doch ein Stück vorlaufen, loot da schon weiter und du lootest das, was vor dir liegt. Ich glaube, hier geht's dann weiter, oder? Sieht jetzt so aus, als ob wir hier jetzt hochlaufen. Newton, komm mal mit. Ich teleportiere dich. So, Leute, bin wieder da. Vorne müsste man dann vielleicht warten, ich weiß nicht, weil dieser Stein da. Wollt ihr nicht, oder nicht mehr durch die Tür los? Wo seid ihr? Jetzt, da war bis jetzt nur Loot, da können wir auch später wieder. Something's off. Pure shadow. Around me. Inside me. Wir sind zur Grimmschmiede teleportieren, geht am schnellsten. So. Oh, hier ist Wahrnehmung fehlgeschlagen. Pfeiler. Nee, dann kommt zurück. Das ist der Dings da rechts. Den kann ich wahrscheinlich entschärfen. Das ist eine Falle. Mhm. Ja, David, geh mal ran, ne? Geh mal auf die Höhe, wo ich bin. Die Höhe, wo du bist hier. Ja, noch ein Stück. Oh, auch viel geschlagen. Hey, wo seid ihr denn? Leute, wo seid ihr denn langgelaufen? Na, guck doch auf die Karte, wir sind gleich um die Ecke, oder? Du musst oben links, also du musst oben lang gehen. Klick mal einfach nach oben. Einfach oben links hinklicken, dann läuft er da automatisch hin. Ja, ich lauf doch noch oben links. Ja, okay. Ja, jetzt nur noch die ganze Zeit geradeaus und links hast du dein Tor. Ja, seid geradeaus und dann links ist ein Tor. Hey, weiter. Oh, cool. Kugel der Dunkelsicht kann man einfach anquatschen, dann wird alles in der Umgebung ein bisschen heller. Komm mit, Jose. Ja. Oder? Hatte gerade getäuscht. Nö. Wie so eine kleine Taschenlampe. Falls du das auch anfassen willst, David. Hält aber nicht besonders lang. Ich denke ein paar Minuten. Ich hab's auch angefangen. Normal, was so, Jusen, stell dich mal hier hin. Ah, nicht weiterlaufen. Nur da hingehen. Oh, ist der echt Kampf oder was? Step carefully. Ja. There's a trap. Da ist eine Falle. Ja. Falle. Der hätte bestimmt Feuerbälle gespuckt oder so eine Scheiße. Jupp. Wenn wir jetzt hier lang gehen, dann ja. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Okay, den habe ich. Den kann ich nicht entschärfen. Jetzt kann ich es entschärfen. Okay, also wir sollten hier echt langsam gehen. Ich kann das da entschärfen. Warte. Ich kann noch einer drüber. Ich hab's entschärft. Hier kann man jetzt runterklettern. Meine Wahrnehmung ist fehlgeschlagen. Trap. Be cautious. Hier links kann jemand noch auf die Karte gucken, wo wir jetzt weiterlaufen müssen? Na, wir können weiter geradeaus oder wir können nach unten laufen, dann kommen wir da
Unten sind auch Hebel, um diese Brücke zu bewegen, die da an den Ketten hängt. Also ich glaube, wir sollten runtergehen, oder? Obwohl, da könnten auch viele Fallen sein. Ja, ich glaube, da hinten ist nur Loot. Da hinten liegt eine Leiche, die könnte vielleicht was Cooles dabei haben, aber mehr ist da, glaube ich, nicht. Dann machen wir erstmal Loot, wenn es geht. Step carefully. There's a trap. Boah, der direkt in der Mitte, Alter, frech. Mhm. Okay, entschärftet gerade alles hier. Ja, ja. Okay. Weiter geht's. Ganz langsam. Ja, ja. Trap. Be cautious. Ach doch, da ist so eine Leiter, man kommt dann auch links runter. Ja, na, hinten sieht aber eher nur Loot aus, oder? Die Jungs müssen nicht weitergehen. Bin ich doch nicht. Fest da stehen geblieben. Ja. Alter, ey. Ich schaue nicht mal. Ich hab keinen Schaden. Bin direkt an der Grenze. Mann, bleib doch mal da stehen, oder? Der muss da aber auch rinrennen wie ein bekloppter Idiot, ey. So, ja. Setz. Da hinten die Flamme wird nur noch frech, oder? Aber bleibt der jetzt auch da? Nee, nee, die kommt rein. Hier ist die Wahrnehmung fehlgeschlagen bei mir in der Ecke, Leute. Trap. Ja. Wie erfolgreich. Wie soll man denn da hinkommen? Das spuckt doch immer wieder. Trank der Feuerresistenz. Dann? Oder du nimmst. Ja, ja, ja. Trank der Feuerresistenz. Ich habe Heiler, glaube ich, eher. Aber wäre Feuerimmunität nicht besser als Resistenz? Wir können uns nicht immun machen. Mit der Einstellung nicht, ne? Da, Elixier der Feuerresistenz. Alter. Hat 6 Wochen Schaden. Du liegst, Alter. Naja, ich stehe gerade. Nicht usen, nicht usen, nicht usen. Wie hat er das geschafft? Alter. Ja, Leute, da kickt er. Und dann loote da unten schon mal. Ja, ich loote da unten und dann kannst du dich ja auch wegteleportieren. Dann musst du nicht nochmal langlaufen. Wenn da unten jetzt wirklich nur Loot ist. Ja, das sieht sehr nach einer Sackgasse aus. Da unten. Dann scheiß drauf, da kann User sich zurückteleportieren, kriegt keinen Schaden und dann. Ja, da hinten, mit dem Eisentor da? Na, da müssen wir ja hier vor unten. Achso, ne. Bei dem Eisentor können wir doch nicht weiterlaufen, oder? Nee, aber da liegt ein Skelett hinten drin, eine komische. Eine Götze und mehrere aber Beutel. Und da ist auch eine. Ja, da ist auch eine vergoldete Kiste. Aber da müssten wir den Hebel von innen betätigen. Hast du nicht diese komische magische Hand? Aber die wird nicht Hast so weit den Hebel reichen, da betätigt? 18 Meter? Naja, du musst schon wesentlich dichter ran. Ja, wenn wir den Hebel benutzen, dann ist das Tor weg. Dann können wir, glaube ich, auf die Kanone schießen, oder? Die hat keine Zähigkeit. Ah, doch, größere Zähigkeit. Scheiße. Aber da unten sind doch zwei Hebel, oder? Vielleicht kann ich das Tor aufmachen. Okay. Das war ein Stück zu dicht dran. Ja, ich glaube, ich habe alles gelootet. Wo soll ich mich hinporten? Noch nirgendwo hin. Nee. Gerade eben konnte ich doch da auch stehen bleiben. Ist das jetzt offen hier? Warum ist nicht offen? Ist irgendwas anderes offen hier? Also ich hab's hier gehört, aber. Naja. Nee, ich kann aber nicht. Wenn ich den Hebel nicht sehe, kann ich's nicht machen, David. Ja. Oh, hier unten ist ein Portal. Altes Siegelkreis. Also, aber wenn ich da runterspringe, werde ich wahrscheinlich sterben. Jo. Das sieht ein bisschen sehr hoch aus, Jusi. Achso, nee, Jusen, das wo. Aber ich könnte eine Etage dazwischen runterspringen. Und also dann runterlaufen. Das ist unser Portal, du bist viel höher jetzt. Ah, okay. Ja, in die Ecke kommen, ne? Ja, ich bin gerade dabei schon. Bin schon dabei, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich komme jetzt da hinten ran. Oder? Wo bin ich jetzt?
Ich bin schon an euch vorbeigelaufen, oder? Hin, also. Kann er auch nicht von hinten ran oder so? Ich glaube, da muss man von usen. Oh, wer bewegt das Ding gerade? Ich. Achso. Okay, gut. Aber es hilft mir von dieser Position leider auch nicht. Kannst du die bitte wieder zurück machen, dass sie wieder zurückkommen? Ja. Ja, geh mal ein Stück weg. Treff ich dich, glaube ich. Dass du ihn runterschlägst. Oh Gott. Jusen, bleib doch einfach da stehen, wo du bist. Bitte. Ach, so schade. Und man dann mit der Treppe dahin. Kann ich jetzt nicht mehr aufstehen. Oh, okay, wenn wir auf die andere Seite fliegen. Das dauert kurz. Ja, aber wie oft denn noch? Die kommen jetzt gar nicht mehr raus. Das ist ja mies. Ja, ich hab doch gesagt, bleib doch einfach da unten stehen, wo du bist. Nee, ich bin jetzt wirklich festgebockt hier. Ich glaube, ich werde dich sterben. Aha, hier sind, kostet 200 Gold. Aber warum bist du da hoch? Na, egal. Man weiß, mir ein bisschen zu locker jetzt hinter sinnlos rumzustehen. Hättest du dich doch einfach nach unten porten können, wo du das Portal gesehen hast? Also vielleicht kannst du dich jetzt immer noch porten. Ja, wie heißt das Ding? Ja, ich kann nicht porten. Unterreich, Grimmschild. Wow, also, du hast es überlebt. Ja. Na, wenn wir mit der Plattform auf die andere Seite fahren würden, da würden wir auch nochmal weiterkommen. Da können wir noch die Treppe hochgehen. Oder warst du da schon, Alex? Nee. Nee, ich war da noch nicht. Aber ich habe eine Idee, wie ich da hinten hinkomme. Ich jetzt nämlich einfach hier unten lang laufe. Wer steht denn da oben? Pilar, kannst du mir mal sagen, ob ich da jetzt richtig laufe bei der Treppe? Wenn du von oben runter guckst. Ja, ich sehe dich da unten laufen. Ich bin links von dir oben drauf. Genau, jetzt musst du hier die Treppe hoch, ne? Die linke da? Nee. Na, du stehst jetzt schon genau drunter, Alex, was? Dann ist es die Treppe. Genau, hier, ne? Die musst du jetzt hoch. Und dann siehst du schon, wenn du oben rüber guckst. Wow. Jetzt ja. Läufst du von weg. Ja, seid hier. Hier, ne? Da komme ich aber an. Komm ich da irgendwie ran? Konnten wir uns nicht mit irgendeinem Trank teleportieren? Hier ist eine Leiter. Man kommt von oben ran anscheinend. Warte mal. Komm ich irgendwie höher? Ich mich nicht mal teleportieren mit einem Trank oder mit irgendwas? Ein Pfeil hatten wir, ein Teleportationspfeil. Also in der Kammer ist auf jeden Fall eine Leiter. Man kann irgendwie hier oben raufkommen. Soll ich mal auf die andere Seite gehen und da mal die Leiter gucken? Ja, klar, guck mal, dude. Ich bin halt auf der Mitte, auf der Mittelbrücke. Achso, ne, ich brauche jemand anderes, der die Dinge rüber dingt. Die Hebel benutzt, während man auf das Ding drauf ist. Ja, mach ich sofort. Warte, ich komme gleich zu dir. Da ist schon jemand bei dir. Nee. Gut, ich komme. Ich bin allein. Gut, da rückt uns nicht viel. Man kommt nur ganz gut in die Mitte des anderen Raums. Also irgendwie soll man da oben hinkommen. Ganz nach oben.
wäre. Warte, ich habe gedacht, ich hätte mal irgendwann irgendwie gesehen, dass ich mich teleportiert habe. Aber in meinem Zauberbuch gibt es keinen Zauberspruch dafür. Mir war immer so, als wenn... Du hattest doch andere Schuhe vorhin. Dass das an den Schuhen liegt, meinst du? Ja, du hattest Schuhe, die hatten die Fähigkeit irgendwie... Hacken zusammenklopfen oder so? Oh, warte, müssten ja hier noch irgendwo drin sein. Ah ne, die habe ich, muss ich gestern ins Lager, die habe ich ins Lager vorhin geschickt. Gelb war meine. Oder? Also Alex, hier ist noch eine dicke, ja. Eine dicke Tür. Und da geht's auch noch mal weiter, nach hinten rechts. Da kann ich noch nicht mal durchgucken. Ja, ich weiß. So, wenn ich jetzt hier noch die Leiter hochgehe. Kannst du da zurücklaufen über die Leiter? Zurücklaufen? Ne, das ist auf der anderen Seite von. Ah, shit. Achso, da okay. Bist du. Ja. Oh, ja. Ah, okay. Bei dir auch, ja. Ja. Kann ich da rüberspringen? Ja, Mann. Ja, über die drüber, ja. Gut, ne, ich bin hier auf der anderen Seite. Dann müsstest du hier vorne runter zu usen, dann kannst du da rüber. Da sind noch zwei dicke. Nee, zwei, ja, zwei dicke Türen. Ich muss mal ganz kurz auf Klo. David, wenn du in meine Richtung kommen würdest, da hättest du die Möglichkeit, Verhebe zu betätigen. Ein Gnome found some trouble here. Du bist hochgeklettert gleich links, oder was? Bloody tracks. Quite David. Ich weiß nicht, ich erst mal rechts lang gelaufen, da gäbe es ein paar Hebel, dann hätte man weiter nach vorne kommen können. Nee, vielleicht geht's von da aus weiter nach oben. Weil das Gefühl habe ich zumindest. Ich wollte erstmal gucken, wo es hingehen. Hingehen tut? Hin. Nee, David, aber so wie ich das verstehe, kann ich mich damit nicht teleportieren. Ja doch, du schießt dahin, wo du hin willst. Was mit dem Pfeil? Nee, ja, jetzt. Aber nicht mit den Schuhen. Achso. Was sagen die Schuhe? Schlage deine Hacken zusammen und Bewegungsrate und Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Ja, ich bin wieder da. Okay. Na gut, ich weiß nicht, was Bewegungsfreiheit ist. Ja, du hast mehr Bewegungsfreiheit. Ich auch nicht. Ich kann aber nicht irgendwo hinklicken und. Ne. Punkte. Okay. Dann weiß ich leider auch nicht. Also, ich denke, du hast einfach nur mehr Bewegungspunkte dadurch. Ja. Geh mal weiter genau den Weg geradeaus. Irgendwo, wenn du da weiter geradeaus läufst, gibt es irgendwo Hebel. Hier vorne ist eine Brücke, ich würde gerne mal auf der anderen Seite. Come, all who are weary. Sleep and forget. Muss man noch da rankommen, Alter. Achso, die Leiter war hier. Die Zeit verlangsamen wird hier ohne Springen, ne? Weil das ist nur auf Gegner. Das Robot hier. Der hat Kreaturen. Naja, kann ich mich. Wenn ich, kann ich mich unsichtbar zaubern? Kannst du machen. Spiegel, hier ist ein Spiegel. Wenn ich mich unsichtbar zauber, ob ich dann
Feuerschaden kriege? Probiert aus und einfach den Ring wahrscheinlich, von, ja. Von David. Kann mich auch so unsichtbar zaubern. Aber David seiner Stufe 2 Unsichtbarkeit. Krummsäbelgussform. Geil. Können wir Krummsäbel herstellen? Tschüss, Jusen. Jo. Was ist denn nochmal? Geht noch das oder soll ich mich noch nach oben machen? Nee, also traust du mich noch nach oben machen? Ah, krass. Nö. Aber ist da noch was? Schade. Nee, alle entschärfen erfolgreich, okay. Also oh, dann machen wir nochmal runter das Ding. Ich probiere mal. Die eine raus. Platte hast du, aber warte, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hier mit den Platten zusammenhängt, weil der pustet ja immer und immer. Nee, hier komme ich jetzt nicht wirklich weiter. Obwohl, ich könnte auf Gelände wieder springen. Das ist auf dem Portal leider. Aber ich würde gerne nochmal hoch. Warte mal, David, wo du gerade bist. Scheiße. Nicht, dass ich wieder Schaden kriege. Steht alles verschlossen und du hattest gar nicht die Chance, das zu knacken? Komm ich mal hoch? Oh, jetzt hast du jetzt echt gespeichert? David hat gerade gespeichert, ja. Oh, nee, oder? Wäre gut, wenn wir das vorher absprechen, aber Alex ja, hat es in der Situation, wie Jusen vorhin ist. Naja, weil Jusen jetzt da hochgefahren ist. Aber hier oben komme ich leider auch nicht mit. Aber es hat doch vorher automatisch auch gespeichert. Ja, dazwischen war auch schon eine Speicherung, das stimmt. Ja, aber Alex ist da gerade hingelaufen, denn es ist passiert kurz, bevor David speichert. Beim nächsten Mal fragen wir dreimal. Ja, aber sag mir doch vorher Bescheid, dass ich dann vorher speichere, bevor er da hinläuft. Weil jetzt hätten wir, der letzte Speicherstand war 15 Minuten her. Ist doch eh egal, Digi. Ja, müsst mich da wieder kaufen. Ja, nee, aber vor Experimente müsst ihr mir vorher Bescheid sagen. Ich wusste hier jetzt nicht, dass ihr da ins Feuer laufen wollt. Naja, ich kann ja nicht ahnen, dass du da speicherst. Ja, aber vorher hätten, ansonsten hätten wir jetzt 15 Minuten zurückgesetzt. Ist doch egal, alle haben Fehler gemacht, alles gut. Nein, okay, das war einfach missverständlich. Beim nächsten Mal speichern, fragen wir öfter. Jusen, ist da oben jetzt irgendwas? Gar nichts, nee. Aber warum kann man denn da hochfahren? Warte, ich fahr dich zurück. Vielleicht musst du jetzt zurück. Ah, ja. Heiler, kannst du mal ins Lager gehen und mich kaufen, bitte? Ja. Aber ich habe kein Geld. Jusen hat Geld oder du? Musst du mal gucken. Du bist auch eigentlich gar nichts. Jusen, glaube ich. Das Geld hat Jusen, ja. So, von der Plattform kamst du jetzt gerade, wa? Genau. Ja, ansonsten, Pilar, wenn du dich hier ganz nah dran stellst, sind das nicht 18 Meter mit der Hand? Ich glaube, das Hochfahren bringt nur was, wenn ich da auf der anderen Plattform stehe. Weil aber du musst doch an dich ranlaufen, um dich hochzuholen. Jetzt gerade hatte ich Schaden genommen, wo ich runtergesprungen bin. Nee. Aber warte, dann bleibst du. Alles gut. Du sollst mich im Lager wieder kaufen, bei dem Fuzzi. Ja, Arnedi, die suchen ja gerade, ob der hier in dem Lager ist. Der ist eigentlich in dem Lager. Das ist so ein alter Mumientyp mit Goldemäßig. Ich kenn den. Ich muss einen Bus finden. Ja. Ansonsten drück M, dann kannst du über die Punkte habern. Steht der Name da, Lazurus oder so heißt. Ja, ist aber bloß die Katze hier. Und Karlach und. Ja, dann guck dich weiter um. Na, oder du musst dich kurz wieder wegbeamen, dass alle Viecher da sind. Weiß ich nicht. Nee, die werden da noch irgendwo anders rumstehen, Pilar. Ja, genau, so wie deine Kiste vorhin oder was. Es geht nirgendwo weiter, die sind bloß die. Kann ja nirgendwo weiterlaufen im Lager. Kann nur noch rausgehen. Kann bitte einer von euch beiden mal gucken, ob er den Typen findet. Wenn ich sage, der ist hier nicht, glaubt mir doch einfach, Alter. Ja, mach ich doch, aber vielleicht kann ja jemand anderes. Die sind ja jetzt gerade woanders. Vielleicht ist das Lager bei denen, nee, sieht das anders aus. Die sind beide bei mir. Ja, hier unten ist er. Warum ist der bei mir nicht da gewesen? Und auf der Karte war er auch nicht da. Oh, David Hood ist schon, alles gut. Achso, kann das jetzt, das geht jetzt jemand in meinem Metall, bitte leh. Quatsch, glaub ich nicht schon. Jo.
scratch his tail, wags enthusiastically. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Können wir das jetzt nochmal probieren, Tyler, mit deiner Hand? Wenn du da ranläufst? Ja, kann ich probieren, aber ich kann normalerweise nicht um Ecken zaubern. Ich muss es halt auch direkt sehen, aber probieren kann ich's. Na, wenn du mit WASD dich umguckst, dann siehst du nur den Hebel. Kannst nur versuchen. Ich hoffe, dass das reicht, wenn ich mich da ganz rechts in die Ecke stelle, dass ich ihn links sehe. Wenn ihr davor steht, sagt Bescheid, dann speichere ich nochmal. Ja, dann speichere. Oder ich bin noch dabei, dahin zu laufen. Willst du speichern, David? Ist er da? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich bin jetzt auch da. So, Peiler, wenn du jetzt mit WASD die Kamera drehst, ja, dann siehst du doch den Hebel dahinter, oder? Ja, ach nee, das habe ich schon versucht, Alex. Funktioniert aber nicht, auch wenn ich dicht genug rangehe, dass ich im Radius bin, ich kann halt nicht um Ecken. Das geht nicht. Ich könnte nur mit dem Charakter versuchen, ganz dicht recht ans Tor ranzulaufen. Und wenn es dann vielleicht die Sichtachse hinhaut, kann sein, dass der Zauber funktioniert. Aber was anderes kann ich jetzt nicht probieren. Naja, gespeichert haben wir ja, dann probiert. Cool. Hat er noch die nächste Feuerwelle ab. Jetzt. Na, er versucht nach vorne. Oder er versucht nach vorne zu springen. Nee, komm nicht ran. Jetzt ist die Hand da drüben. Kannst du die Hand... Du musst links auf die Hand drücken. Vielleicht kannst du die Hand... Ah, okay, die Hand ist nicht auf. Ja. Probieren wir nochmal die Hand zu zaubern dann. Dass du quasi nur die Hand bewegst. Ich muss immer eine kurze Rast machen, damit ich die magische Hand wieder verwenden kann. Gut, dann nochmal neu laden. Theoretisch, wenn ich die Hand alleine durchs Gitter porten könnte, wäre das ja schon... Und wenn ich sie dann dahinter steuern kann... Dann würde das ja theoretisch klappen. Das ist eine Geisterhand, kannst du nicht eventuell durchs Gitter gehen? Na, ich könnte sie theoretisch auch hinters Gitter zaubern. Ich kann ja durchs Gitter zaubern. Na, dann ja, weil dann ist ja scheißegal, wenn du getroffen wirst. Kannst ja die Hand weiter bewegen. Ja, ich habe ja vorher bloß gedacht, dass die magische Hand, dass du die, weil ich sie ja noch nie verwendet habe, du die halt direkt an den Gegenstand verwenden musst. Und nicht, dass dir die Hand noch denn rumschwebt und du mit der rumlaufen kannst, sag mal. Ja, das wirst du, glaube ich, kennen. Ja, wenn du die jetzt direkt da hinten bei dem Goblin... Warte noch. Jetzt. Erst mal gucken. Warte. Der Radius geht durch. Ja, ich kann es genau vorm Feuer machen. Na, oder hier. Ja, vom Hebel. Und vom Feuer, dann ist er ja... Kriegt der Schaden. Ist er gleich wieder broken, ja. Kannst du hier zaubern? Ja, genau. Nice. Nein. So. Kannst du die so nicht bewegen? Doch. Von da hinten? Nee, ich will bloß nicht nochmal Feuer abkriegen. Hä, warum ist die jetzt hierher geportet? Nein, sie folgt dir, Digga. Ist das blöd? Nochmal bitte. Ja,
Versuch dich mal in die Ecke da irgendwo hinzuhocken und dann erst zu zaubern. Nee, du musst, da ist ein Zeichen zwischen, wo du draufklicken kannst. Dann löst du quasi Gruppierung und dann rennst du dir nicht mehr hinterher. Genau. Ganz links. Unter unseren Namen. Nee, nicht unten. Bei dem, bei Pylas ist, glaube ich, dann dazwischen. Achso. Zwischen mir und der Hand, das Symbol meinst du? Ja, genau. Das muss ich trennen. Halbe Stunde, um diese Rätsel zu lösen. Ja, aber so wissen wir jetzt mit der Hand. Ey, für die Spinnkönigin haben wir länger gebraucht, von daher alles cool. So, bis hierhin macht das Feuer eigentlich keinen Schaden. Oder doch? Schön. Das meine jetzt ich ja, wenn er zaubert, rennt er halt dahin. Deswegen meine ich ja erstmal hinhocken und dann rennt er wenigstens nicht dahin. Was hat denn mit hinhocken zu tun, Digi? Ja, weil du erstmal in einer Aktion bist. Ganz neu laden. Heiler ist jetzt hier im den Liegemodus. In einer Dauerschleife. Ja. Kann sein, dass das überlebt, kann sein, dass er stirbt. Naja, aber bringt ja nichts. Selbst wenn er das jetzt schafft, dann hat er 50 Leben weniger. Dann kann er das jetzt auch nochmal probieren, wenn wir neu laden. Das ist komisch, vorhin stand ich da eine ganze Weile in der Ecke und hab nichts abgekriegt. Jetzt, wenn ich mich da in die Ecke stelle, krieg immer Schaden. Ja, weil du halt zauberst, du bist jetzt ein bisschen näher an diesem Punkt, wo du es hinzaubern willst, näher rangehen. Das macht dein Charakter automatisch. Nee, ich bin ja noch nicht dicht da rangegangen, Jusen. Ich hab ja noch nicht mal die Hand ausgewählt gehabt und hab auf die Fresse gekriegt, weil ich halt ein Stück zu dicht dran war. Ja, du musst in einer gedachten Linie hinter den beiden Dingern da sein, die Feuer geschwollen. Ja, diese Sensoren, ja. Genau. Ach, hier krieg ich noch keinen Schaden. Okay, die Hand ist da, du bist außer Reichweite. Genau, jetzt brennt die Hand. Wieder was gelernt. Falle müsste aus sein, Alex. Ja, ich entschärfe die aber trotzdem nicht, dass wir die wieder aktivieren. Jo. No time to rest. Das gibt's Geld. Another step forward. Oh, nice. So. Hat doch funktioniert. Ja, ganz einfach. Ja, ich beim ersten Mal, ist doch cool. Oh, ein Knochen. Oh, ein Knochen in der Leiche. Oh, ist ja super. Ja, und was gibt es jetzt auch? Kerzen. Shadowheart might want to see this. Pfeiler, ich habe eine nette Rüstung für dich gefunden. Oh, da hat sich meine Hand aufgelöst. Oh, ganz viel Räucherware, Leute. So, haben wir jetzt alles? Alt? Coole Dings hast du gefunden. Mussten wir jetzt eigentlich irgendwas Bestimmtes hier finden oder ist das einfach nur ein Lootraum? Also entweder für dich oder für David. Leute, ist das jetzt irgendwie wichtig für die Quiz? Mussten wir was finden? Oder warum sind wir jetzt hier? Ja, du hast ja noch eine Kackrüstung. Solange Blitzladungen verfügbar sind. Naja, aber scheiß doch auf Funkelrüstung, hohes Zauberwirken. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf deinen Zauberrettungs-SG. Ja. Naja, ich wollte mir erstmal durchlesen, was die überhaupt macht, Alex. So. Na, Blitzladungen wäre ja mit den komischen Tretern, die wir da hatten, mit den Blitz. Hier, Blitzfüße. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er 3 Blitzladungen. Dann würdest du quasi plus 1 auf Rüstungsklasse kriegen und Rettungswürfe. Du müsstest da aber deine Schuhe dafür ausziehen. Meine Schuhe hatte ich eigentlich an wegen meinen Feuerattacken. Ja, aber die Feuerattacken sind jetzt gar nicht so gut. Wie, die sind nicht so gut? Die machen bei mir am meisten Schaden.
die Feuerschuhe? Was? Meine Feuerattacken, darüber geredet. Die Feuerschuhe, wenn du einen Gegner verbrennst, erhältst du 2 Züge lang Hitze. Dann mache ich noch mehr Feuerschaden. Na, da steht, erleide bei jedem Zug 1-4 Feuerschaden, kann aber konzentrierte Hitze einsetzen. Das ist ja denn total blöd, der Effekt. Ja, deswegen, dann zieh doch die Blitzschuhe an. Man hätte mal untersuchen drücken müssen, ne? Ja. Ich habe eben auch gefragt, was Hitze ist, aber wie gesagt, da kriegst du halt Schaden die ganze Zeit. Du kannst zwar eine Attacke einsetzen, aber die macht auch nur 1 Schaden. Das ist ja voll David hat noch die flinke Blitzfüße in seinem Inventar. Achso, ich habe gedacht, jetzt bin ich gerade ins Lager hier. Naja, wir haben 2 Schuhe. Oder hatten 2 Arten von Schuhe. Einmal hatten wir, wenn du im Wasser stehst, und einmal hier, wenn du Spurten machst. Genau. Ja. So, und ihr seid jetzt, wo soll ich jetzt hin? Also ich bin hinter dir, Digga. Hab's dir dann so immer Tagepark bei, ne? Ja. Wir müssen jetzt auch gleich aufhören, Leute. Es ist 23 Uhr. So, na gut, dann würde ich sagen, speichere ich. Anything of use? Machen wir das nächste Mal wieder. Welche hatte ich? So. Okay. Also der ist, so wie gesagt, bei den Schuhen, denn entweder zieh ich die Ehenschuhe an, wo ich auf einer elektrischen Oberfläche stehen muss, damit ich diese 3 Punkte erhalte. Die habe ich noch im Dings drin. Oder halt die von David. Wenn du Sporten machst. Also dich weit weg bewegst. Weit, wo sind denn die Schuhe jetzt? So oft. Ach, da oben. War halt Elektroding, nee, aber nee. Ich glaube, wenn du im Wasser stehst, bist du auch elektrisiert, oder? Ja, aber es ist die Frage, ob er öfters im Wasser steht oder ob er öfters auf Spurten drückt. Spurten kann man quasi Spurten überall oder benutzen. Ähnliche Aktionen, Leute. Was ist denn ähnlicher Spurten? Weiß ich nicht, vielleicht Laufen. Springen? Okay. Springen, verstecken, schubsen, Rückzug. Also könnte auch einfach nur einen schubsen oder einen Rückzug machen oder einen kleinen Hüpfer machen und dann würde ich halt die 3 Punkte haben. Aber ich hätte jetzt gesagt, alles weil was man braun, ja, weil Spurten ist ja braun. Ja. Und springen und alles mögliche ist ja blau. Na, sonst zählt halt Verstecken drunter. Improvisierte Nahkampfwaffe, werfen, Rückzug und helfen. Na, Rückzug und helfen. Na gut, beim Ja, aber kurz hinhocken ist ja jetzt auch nicht mit doll. Ich brauche mir ja bloß kurz mit C hinhocken in der Runde, dann habe ich die Punkte, wenn ich mal mehr oder weniger fast nichts machen kann. Naja, deswegen, dann würde ich eher das mit den Spurten und ähnliches nehmen. Ja, ja, dann ich lass die erstmal drin. Naja, meine Lieben, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Also ich weiß ja nicht, ob wir am Donnerstag alle nochmal Zeit haben und hier weiterspielen. Nee, Donnerstag leider nicht. Okay. Dann werden wir am Donnerstag auf jeden Fall was anderes machen. Ob wir Sunkenland spielen oder nicht, lasst euch überraschen. Ich sag euch auf jeden Fall auf Facebook und Insta Bescheid. Sonst bedanken wir uns für Zugucken, für dabei sein, für Nachgucken, für später auf YouTube gucken. Könnt ihr auch gerne mal auf YouTube auf S&G ein Abo dalassen. Oder für die, die das jetzt auf YouTube schauen, ihr könnt gerne mal bei Twitch, bei Schachschaulin78 oder bei mir den G-Man vorbeigucken. Ist ja alles in der Videobeschreibung dann verlinkt. Ne? Denn ihr habt euch wohl, schlaft schön und dann sagen wir bye bye, meine Lieben. Bye bye, ciao ciao. Bis denn.